Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. So, in der letzten Folge hatte ich ja versprochen, ich wollte jetzt eigentlich mal ein paar Nebenquests weitermachen und ich habe mich dafür entschieden, dass wir jetzt eine neue Brutstätte machen. Und zwar die Brutstätte, warte mal, wie heißt die? Na? Brutstätte RHO. Genau, ist auf der Karte, zeige ich euch. Genau, hier. In dem östlichen Teil von diesem Gebiet hier. Und ich würde sagen, schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Hier ist anscheinend irgendwie so eine Zugbrücke drüber. Okay, das geht nicht. Was ist hier unten? Okay, da unten sieht es ganz nach Eingang aus. Ich würde sagen, wir lassen uns hier mal eine Seite runterfallen. Wenn euch diese Folge gefällt, würde ich mich sehr am Ende darüber freuen, wenn ihr mir noch ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo, wie ihr wollt. Würde mich alles sehr freuen. Okay, finde den Eingang. Wir haben anscheinend jetzt gefunden, oder? Finde den Eingang. Ja, das muss ja fast hier unten sein irgendwo. Machen wir uns mal voll. Eine Flüssigkeit. Ich denke mal, dass der Eingang bestimmt irgendwo hier unten liegt. Okay, hier ist ein Abseilpunkt. Seilen wir uns mal runter. Schauen wir uns mal, was es in dieser Brutstätte erwartet. Scheint auch wie irgendein heftiger Endboss. Okay, hier muss ich auch passen. Gehen wir mal hier entlang. Okay, ist nur Wasser gewesen, hat ausgesehen schon wie ein Abgrund oder sowas. Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Was ist hier noch was? Gar nichts. Okay. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Kann ich die Quest jetzt anwählen? In den Brutstätten? Yep. Brauchen. Sie waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Hoffentlich reicht das. Okay, rein da. Wir machen alles voll. Okidoki. Schauen wir mal, was uns hier. Clever! Ich glaube auch nicht. Was? Die Beschädigung einer Turbine kann ihre Bewegungsrichtung umkehren. Okay, gut zu wissen. Vielleicht brauchen wir das noch. Dieses runde Gerät. Wozu ist es gut? Ah, ich glaube, ich sehe schon. Wollen wir uns hier ranhängen? Okay. Warte mal, da kommen wir ja gar nicht. Da kommen wir ja gar nicht hoch, oder? Ja, dann muss ich mich auf die andere Richtung drehen. Es läuft ganz gut für mich.
Okay. Überlegen. Da kommt man nicht hoch. Ah, da, okay. Okay, dann müsste ich ja eigentlich rein theoretisch hier rüberfahren können, oder? Yep. Okay. Wieder dieses Rauschen. Ich scanne mal. Ich habe hier irgendwie ein komischer Dino wieder rumrennt. Ich muss irgendwie durch diese Hülle kommen. Erstmal die blöden Wächter hier erledigen. Oh, ist aber kein Wächter. Eieiei, haben wir wieder Munition verbraten ohne Ende. Machen wir gleich wieder voll, würde ich sagen. Man weiß ja nie, was hier kommt, ne? Ohne Kanone. Jetzt bin ich dran. Was geht denn für eine geile Wumme hier? Okay, die bringt uns das aber nichts. Lassen wir mal liegen. So, jetzt schauen wir uns mal, was wir hier machen müssen. Hier eventuell hoch. Ja, kommen wir ja gar nicht rüber, oder wie? Ah, okay. Weil ich glaube, wenn ich da reinfahre, bin ich down. Da bin ich down, ne? Okay, was machen wir hier? Überbrücken. Und eine Brücke. Sehr gut. So, ich muss jetzt darüber. Muss ja eigentlich ganz gut funktionieren, wenn ich hier ranspringe. Okay. Okay, so sollte ich durchkommen. Thank you.
Ist da jetzt aufgegangen oder nicht? Oder geht's hier weiter? Schaut eher nicht so aus. Aber hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Ach, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ich muss mal schauen, kann ich jetzt schon... meine... Nee, Rohstoffbeutel wollte ich nicht. Trankbeutel, kann ich da schon was machen? Da könnte ich jetzt schon was machen. Motivationsbeutel, da brauche ich eine Fuchshaut. Das wäre nicht schlecht. Plus 30 Kapazität, okay. Aber wir machen den Trankbeutel auf jeden Fall mal. Okay, dann haben wir den schon mal voll. Ich brauchte noch eine Fuchshaut. Da kann ich da auf jeden Fall die blöden Motivationen mal mitnehmen. Aber da finde ich jetzt eh so viele. Stört mich jetzt eher weniger, wenn ich jetzt da mal ein paar nicht mitnehme. Okay, da geht's durch. Wow, was ist das? Ach so, da ist jetzt offen. Alles klar. Das heißt, ich kann da mitfahren. Machen wir das nochmal. Läuft. Yes, läuft. Fahren die, die fahren auch wieder da hinten rein. Okay, dann muss ich mich hier fallen lassen. Und Zucker Burton. Schlafen. Noch irgendwelche Wächter? Okay, da unten eins, zwei. Gleich mal ruhig, würde ich sagen. Okay, das scheint der Ausgang zu sein, oder? Könnte das sein? Also Vorratskisten sind hier wirklich extrem viel. Okay, mir kann es recht sein. Ich nehme alles mit, was geht. Na. Ich denke mal, ich muss da oben hoch. Und da sehe ich schon einen Kletterpunkt. Probieren wir das doch mal. Das hält sich. Aber kann ich hier was machen? Okay.
Okay, das könnte ich überbrücken. Will ich das schon überbrücken? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, Leute. Ich will jetzt erstmal hier hochschauen. Hier habe ich doch einen Kletterpunkt irgendwo gesehen, oder? Hä? Hier, genau. Nicht, dass ich jetzt hier gleich einen Boss trigger oder so. Ich wollte erstmal den Raum ein bisschen untersuchen noch. Ob es hier noch irgendwas gibt, weil hier geht es nämlich noch weiter anscheinend. Geht's denn hier noch überall hin? Die Maschinen sammeln Lohe in der Wildnis und lassen sie hier fließen. Wie Blut zu einem Herzen. Die Brutstätte läuft also durch das Leben selbst. Ich finde einen Weg durch die Lohe Aufbereitungskammer. Okay, hier kann man noch rutschen. Das würde mich nur noch interessieren, wenn ich hier unten aufmache. Ist es denn die Tür da unten? Ich gehe jetzt nochmal zurück und schaue da nochmal, weil das interessiert mich jetzt. Heieiei, kann mich wieder nicht fallen lassen. Ich werde jetzt mal die Tür aufmachen hier. Okay, das ist praktisch ein zweiter Weg sozusagen. Ich muss gleich mal ruhig. Okay, das heißt, ich könnte die hier praktisch von da oben triggern. Vor allem die komischen V-Viecher da, oder? Ja, die sind doch, die machen Aua. Vielleicht ein bisschen besser, wenn ich die von hier oben vielleicht erledigen könnte. Ob es funktioniert, das sehen wir jetzt gleich. Weil ich glaube nicht, dass die hochkommen. Genau die meine ich. Ins Auge geschossen. Okay, genau das habe ich gemeint. Wo ich gesagt habe, es wäre natürlich geil, wenn es von hier oben geht. Sägezahn oder was? In dem Fall Wüster. Haut ab. Okay, dann haben wir den. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wollen Sie das gleich hinter mir kommen hier? Eieiei. Kann ich die gar nicht rufen?
Okay, eine weniger. Ich hoffe mal, ich habe ein bisschen angelockt. Ja. Komm. Okay. Könnte ich mir eigentlich mal die Waffe da unten schnappen? Schuss habe ich ja hier drin. Da müsste eigentlich was gehen. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. So, es müsste es gewesen sein. Hoffe ich mal. Schmeißen wir die mal weg. Dann sind wir schneller. Nehmt alles mit, was geht. Alles. Okidoki. Wo müssen wir jetzt lang? Eigentlich doch hier oben drauf, oder? Hin. Gibt's hier eine Art Kletterpunkt? Alter, was ist denn das, ey? Sollen wir da nicht rüberkommen? Ah, ich hab's schon gesehen, glaube ich. Klar. Was haben wir jetzt hier freigemacht? What the heck? Was haben wir freigeschaltet? Absolut kein Platz dafür. Okay, probieren wir es doch mal hier.
Okay, Leute, ich würde sagen, wie es dann aber hier weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir müssen irgendwie darüber. Oder kann man hier schon rüberspringen? Yep. Okay, Leute, ich würde sagen, wie es dann hier in der Brutstätte weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Abo freuen. Und ansonsten, jo, schaut einfach wieder rein. Dann verpasst ihr auch nichts. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Euer Andi.